1 Kilometer, aber das ist 150 Meter tiefer. Der muss irgendwo jetzt gerade vor uns sein, unter. Ah nein, höher, Entschuldigung. Nein, ist vorbei. Ich habe ja vorhin die Trumberto durchgegeben, als ich am Nordend von Ambrì. Dann ging es gut. Ja, wir fliegen jetzt hier die gleichen Dings retour. Also. Ja. Einen entgegen, 71 Meter tiefer. Oder? Nein, vielleicht fliegt er in die gleiche Richtung. Sorry, fliegt er in die gleiche Richtung. Jetzt haben wir verloren. Ja, ich kann nicht an. Ja, das ist knapp 6 Kilometer weg. Nein, es war näher gewesen. 2,5 Kilometer. Du kannst ein bisschen Geschwindigkeit reduzieren. Ja. Ja, Control. Nein, Controls. Jetzt, was vorbei ist. Ich bin drauf, 2 Kilometer, 35 Meter tiefer. Komm, die sind da schon, ja. Kann ich auch gehen. 60. Ja, sorry. Fühlst du irgendwo? Ja, inside, links hin. Ja, gesehen. Ja. Ist doch dort gestiegen? Ja, das ist ein bisschen die Willst du wieder? Was müssen Sie gehen, ja? Moment.
einfach so über 163 Meter. Ja, ja. Warte schnell noch. 150 Meter tiefer rechts. Siehst du? Ja, ja. Ja, das ist eine Hinde, 7 Uhr, das ist schon vorbei. Die Collision Lights hast du. Welchen Kurs fliegst du? Ich gehe zurück, so ungefähr, wenn du kurz bist. Also Richtung See, oder? Das ist gerade vor uns jetzt. Einfach. Gerade? Ja, gerade. Ja, jetzt bist du aber andere, jetzt musst du wieder rüber. Das ist der. Genau so geradeaus jetzt. Da ist einer 900 Meter höher als wir. Ja, den sehe ich da. Wir stehen nicht raufgekommen. Sella See ist das hier. Hm? Das links unten ist Sella. Okay. Sella ist das hier. Genau den Kurs fliegen, dann ist es gut. Ja, es ist ein ganz auf den Flüger links ja, von uns. Höher und tiefer. Jetzt gehen wir mal dort rüber, links rüber jetzt. Dann teilweise steigen. Mind Controls. Ja, Control. Du hast ihn gesehen, links, auch nicht. Ich habe den erst jetzt gesehen. Ich habe es gesehen. Ja. Das ist die Gruppe, ich habe den letzten Moment erst jetzt gesehen. Wir hatten den Vortritt, aber er hat auch reagiert. Also. Warum haben wir die Gruppe? Wir kommen von rechts. Sind wir nicht schwer aufeinander gezogen? Nein. Oh.
wieder. Your controls. Ganz, ganz leicht nach rechts korrigieren, dass wir nicht über die Kreten reinkommen. Also 2 Kilometer vor uns ist einer 250 Meter höher. Dort vorne siehst du ihn. Ich würde jetzt wohl zu dem Mann fliegen. Jetzt siehst du ihn. Jetzt hat er blinkt. Ich habe den Sauerstoff ausgeschaltet. Ja, das passt so. Der Flarn ist einfach nur voll mit Fliegen. Ja, im Moment hat es da einiges. Ein paar, ja. Siehst du den anderen jetzt dort vorne? Negativ. 11 Uhr, Bücher. Das ist gut, das ist viel hinten. Flieg einfach so weiter. Controls. Your control. Dann ist er wieder reingehauen in der Kurve. Da ist einer hinter uns, 300 Meter. Ja, der Rollstuhl, der ist jetzt wieder gekommen. 25 Meter tiefer. Okay.
Wie bist du? Ja, jetzt haben wir einen. Sehen wir mal, die Gleichrichtung hat Reihen, 46 Meter. Heute die gleiche, aktuell genau die Gleichrichtung. 61 Meter. Zweite 11,8 Volt haben wir. Das ist immer noch grün bei mir. Bei mir habe ich jetzt ziemlich orange gesehen, aber... Ganz am Anfang hatte ich schon umgeschaltet. Zwei drauf. Ja, der andere ist ein bisschen frisch. Der ist scheint der Wind jetzt stärker zu sein. Jetzt habe ich 33 km pro Stunde Wind gehabt. Wenn ich auch jetzt höre, was ist jetzt da? Sich kurz halten am Funk. Das ist aber auch die Schuri-Frequenz. Ich weiß nicht. Ich habe beide Frequenzen eben eingestellt. Hallo, ich habe eine andere auf 3000. Ich will jetzt sagen, das ist die Schuri-Frequenz. Ja, ja. Durchgehauen. Also, ist die Alpenfrequenz einfach? Ja, ja, also die Alpenfrequenz. Wind ist stärker, ich habe jetzt 45 bis 50 km Wind. Bei dir ist einer gerade 33. Nein, ich habe deutlich mehr. Aber die nördliche Stelle hat er eher gesagt.
nicht unten links, aber wirklich nicht hier vorne, haben wir es mit einer Linie gesehen, wo der Wald geflogen ist. Ziemlich komische Windanzeige. Ja, da variere ich
von vorne und von hinten jetzt. Ist da gestiegen, aber... Jetzt wird es nicht mehr. 3-3 sind wir jetzt. Was machen wir? Kurz 2 Kilometer weg. Da kommt jetzt da 72 Meter tief. Es sind alle tiefer als wir. Kreta probieren. Kommt, aber, drei höher geht es irgendwie nicht gerade. So kommt. Das dort da. Kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie die ladet. Ja, weiß nicht, wie es gemacht ist. Ja. Im Duo kannst du es wählen. Im Duo kannst du es wählen, das ja. Ist eigentlich schade, das finde ich jetzt nicht gut, dass du hier da drin. Und rechts ist eine, tief vom Kreisen. Ja, inside sehen wir.
Ja, Beat, was machen wir? Ich schalte die Batterie schnell wieder um. Jetzt, mir ist so leicht orange geworden. Ja, ich habe hier orange und halb voll. Du kannst jetzt 11,8 Volt haben wir jetzt wieder. Ich kann aber nicht. 12,8 hast du bei dir? 11,8 Volt zeigt es an. Mir zeigt es 12,8 Volt. Ah, das ist die Starterbatterie, oder? Wo lädst du das, die 11,8? Ich habe es bei Nelly eingestellt. Aha. Nein, das andere ist natürlich Starter 12,8. Das ist klar. Das nützt doch nichts. Du musst ja dich anmelden. Also. Ja, ich will mal hören, wie viel Eintritt kostet eigentlich. Es ist mit dem Mal von einer, der geht auch dort durch, weißt du? Dürfen wir auch eigentlich? 59. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt zum alten Alter einrichten. Was ist die Dingsfrequenz? 119,225, oder? Also Zürich? Ja. Das ist 50 km Sprint bis 60. Ja, habe ich auch da. 61. Ground speed. Ja. Ist das noch zu machen? Weiß nicht.
nicht. Ah, nein, wegen dem Schnaufen. Das ist... Jetzt habe ich da bei mir einen Trank mit der Grill. Also, das ist einfach symbolisch jetzt mit der Grill. Aktive Frequenz ist jetzt Alps Radar. 355 knapp. Wo wir sind? Nein, weißt du, die Hefe. 355 knapp. Ja. Abim Aurora. Nord, also nördlich von links. Wie hoch dürfen wir da? Flight Level 130. Also du darfst... Flight Level 130. Wartet schnell, wir dürfen einfach nur aus dem Meier. 350, das wird... Ja, wir sind Flight Level 117, sorry. 350? Ja. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, 359 unter der Woche, egal. Ja, Flight Level 130. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Jetzt bin ich vorne rausgeflogen. Level 118. Ja, 6. Das Licht wird schlechter, he? Ja, das merkt man jetzt gut. Ist das wirklich... Kannst du dich vorbereiten, für Zürich aufzurufen? Ja, nur schnell eine Frage. Vom ruhigen Blick her, sind wir, ist das jetzt eine Art Welle? Das ist eine Welle, das ist eine Welle. Das ist eine Welle. Los, du möchtest Zürich treffen, wie weit du verwendest? Flight Level 150. 150. Ich glaube nicht, dass er uns höher lässt. Du glaubst es nicht? Nein, ich glaube es nicht. Andere haben ja auch 150 gemeldet. Wir sind im Alpha 9 drin. Ja, wir sind dann im Alpha 9 drin. Aber riefst du mal auf? Weißt du noch, wie es geht? Wenn ich warte, dann kannst du mir den Nacken gerne kriegen. Kurz und prägnant einfach, gell? Ja. Also ich habe jetzt gehört, nördlich von Ambri. Ja. Flight Level 120. Aktuell. Alps Radar, Flight Hotel Bravo 2656. Da kannst du die Stärke ein bisschen aufdrehen. Ist offen. Alps Radar, Glider Hotel Bravo 2656. Hört das an, der Hotel Bravo. Negativ. Nimm mal mein Handfunki. 119-225, oder? Ja, das ist die mehr Es hat mich ein bisschen geliebt, dass er gar nicht gesagt hat, Standby, weißt du? Wo ich den zweimal gekriegt habe, dann kehrt er uns überhaupt. Ja, entweder haben wir ihn nicht empfangen oder er hat uns nicht empfangen, aber er hat uns aufgerufen und dann... Ich bin rechts, aber viel tiefer als ein Flieger, der von uns nach rechts fliegt. Frequency, schönen Abend, ade.
dass wir nicht dort gleichzeitig dort sind. Ja. Weit auf, als es geht, weißt du? Ja, das ist. Wolltest du probieren? Also, your controls. Control. Du siehst auf dem Helix, wo es steigt, also kannst du einfach dort hin und her. Und schau nicht, dass du zu weit drehst, weil es dreht dich recht stark ab. Also jetzt musst du wieder nach rechts, sonst kommst du hinten raus. Schau, dass du nicht schiebst. Du schiebst jetzt. Querruder zurück. Du musst nicht steil kreisen. Du kannst einfach nur so ganz leicht hin und her fliegen. Schon wieder aufrichten. Ein bisschen nach links, jetzt tritt so ins Hintere. Jetzt gerade ausfliegen. Jetzt setze ich einfach hinten raus, also hinten gewindet, oder? Das ist das Lego, oder? Genau. Warte, ich mal. My Controls. Du hast Melix, hast du es getroffen, wo wir durch sind? Okay. Und die anderen Flüge sind jetzt im Moment nicht. Die kannst du ignorieren. Die sind auch nicht. Dafür steigt es ja nicht jetzt gerade. Nein, aber es ist ein guter Schritt. Melix, schaust, wir fliegen praktisch gegen den Wind jetzt, oder? Ja. Und der Ground Speed ist 35 jetzt. Ja, bei mir sagt er 62 km/h. Genau, also 67 kann ich jetzt aber okay. Ja, gut, natürlich. Und ganz leicht nach links. Jetzt ist der andere. Vorne rechts. Ja, nur da, ja. Der ganz wenig nach links. Recht weit vorne sind. Also, ja gut, das sind ja nicht uns. Nein, aber
das darfst du nicht. Nein, logisch darfst du es nicht, aber... Gut, wir sind ja immer auf dem... Wir sind ja noch drunter, 123, weißt du, also von dem her... ist ja legal unterwegs mit Flight Level bis 130. Von links und 8 mit 72 Meter tiefer ist jetzt aktuell 600 Meter. Also vor uns ist jetzt gerade einer. Ja, siehst du den? Negativ. Ja. Ja doch, ich, inside. 300 Meter. Uniform X-Ray Contact, pardon my information, 124.150, be aware there is some radio communication issue in that area, so it might be that you need to try to call twice. Du kannst einen Kontrollen sagen. Du kannst Kontrollen sagen, dass wir Richtung Westen fliegen. Westbound. Westbound heisst das korrekt. Kann ich das da nicht direkt sagen? Du sagst in deiner Matrikulation, sagst flying proceed westbound. Leider hat er aber 656. Proceeding westbound. Das haben wir das letzte Mal schon gehabt. Solltest du uns damit sagen, wenn du wegfliegst? Macht Sinn, dass er weiss, dass wir... Genau, weil er tut uns ja nicht immer verfolgen, weißt du, auf dem Radar. Flying, das ist egal. Ja, ja. Der andere ist vor uns 25 Meter tiefer. Ja, dreht jetzt irgendwie nach links, das heisst, ich fliege ein nach rechts. Das muss der Grab vor uns sein. Ah ja, inside. Das ist gerade vor uns die Hecke. Ja, inside. Was? Lautstärke beim Funk. Ist voll offen. Ist voll offen. Wenn es dran fühlt, wird du etwa... Nein, ist schon gut. Der andere fliegt jetzt wieder vorne durch. Das innen, ja. Inside. 6 Meter von links ist noch von uns. Ja, aber das ist mehr als 3 Kilometer. Nein, 1 Kilometer, 91 Meter höher. Ja, das habe ich nicht. 1 Kilometer? Ja, etwa 1,2 Kilometer, ja. Auf den anderen müssen wir ein bisschen schauen, der schwänzelt hier ein bisschen hin und her. Ja, er kommt jetzt wieder eher raus von der Nase nach. Inside.
straight and pass your message. Über uns sind jetzt. Ja, ja. Ja, das ist ein bisschen. Wobei, da ist ein Puzzle, da ist ein Puzzle, da ist ein Puzzle.
11,7 Volt haben wir. Ja, die ist, ich weiß nicht, wie lange macht der Zellix das mit? Relativ lang. Ich hoffe, der hat das so drüber. Geht schon. Verschiedene Orten Antennenpositionen hat. Das hat er. Dass er die Antenne anwählen kann. Das weiß ich nicht, ob er das macht. Weißt du, dass er bewusst kann sagen, ich komme jetzt über die Antenne senden? Ja, ja. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Im Handfunk hast du die Frequenz eingestellt von Radar. Moment schnell, ich kann dran.
219-225. Korrekt. Dann nehmen wir das immer zu verfahren. Korrekt. Flight Level 124. Ja. Wir sind jetzt auf dem Das ist 124. Ich schaue uns den Transponder für den Flight Level. Thank you.
Tschüss.